Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unreal Engine 5 Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du den Blueprint Class nutzen kannst und einen Vergleich zwischen dem Blueprint Class und einem Level Blueprint, ja, wie der Workflow funktioniert zwischen den beiden. Und Blueprint Class hatte ich das letzte Mal angesprochen gehabt. Und wir haben auch vorher in den Videos sehr oft mit Level Blueprints gearbeitet. So, jetzt sind wir im Third-Person-Template. Wir wollen Folgendes. Wir wollen einen Cube setzen, hier unter Place Actors. Wenn ihr diesen Panel nicht seht, einfach unter Windows und Place Actors. Hier auf Shapes und Cube reinsetzen. Ja? So. Und dann setzen wir noch eine Triggerbox. Schreiben wir hier rein und hier Triggerbox. Ja, Triggerbox. Den setzen wir hier vorne hin. Triggerbox wissen wir ja, sobald ein Actor, in dem Fall ist es der Charakter, durchläuft, passiert etwas. Es wird ein Event ausgelöst. Ja. Mit R können wir das dimensionieren. Drückt einmal R und dann habt ihr diese Viereckzeichen. Ja, könnt ihr es je nach Belieben anpassen. So, und jetzt setzen wir noch ein Licht hin, ja, wir können es entweder hier Light eingeben oder hier oben Lights, Point Light, ja, zieht es hier einfach runter, hoch, ja, da seht ihr schon das Licht, so, genau, so, also wir machen Folgendes, sobald der Charakter hier durchläuft, geht das Licht aus. Wir können ja mal die Lichtfarbe ändern, hier unter Details Panel, wenn ihr die Lichtcharakter anklickt, hier unter Light Color anklicken. Und dann habt ihr ja was auffällig Rotes oder Grünes, ja. So. Genau. So, wie machen wir das? Wir wollen die Funktion auslösen. Also wir klicken einmal auf den Collision Box, gehen hier oben hin unter Open Level Blueprint, ja. Den Panel können wir auf den Hauptpanel ziehen. So, also wir haben uns angeklickt, wir gehen Level Blueprint, drücken hier die rechte Maustaste, hier haben wir Add Event, ja. Und dann Collision und dann Add on Actor Begin Overlap. Sehr gut. So. Das Licht wollen wir ausschalten, also klicken wir einmal auf das Licht, gehen in Level Blueprint, rechte Maustaste, Create a Reference to Point Light. Ja? So. Jetzt wollen wir das Licht ausschalten. Wir machen das über den Visibility, also wir tun Visibility quasi deaktivieren. Das heißt, wir ziehen hier den Pin raus und schreiben hier einfach in Visibility. Ja, Visibility. Und dann steht hier schon Set Visibility Light Component. Ja. Ja. Und die neue Visibility soll, New Visibility soll false sein. Ja, das stimmt so. So, jetzt wollen wir compilen. Und gehen hier auf diese drei Punkte, New Editor Window. So, jetzt sind wir hier drin. Sobald wir durch diese unsichtbare Collision Box gehen, müsste das Licht eigentlich ausgeschaltet werden. So, genau. Das ist der Workflow mit dem Level Blueprint. Ja, wir sind im Level Blueprint. Hier steht's. So, wir wollen das Ganze nochmal auch mit dem Blueprint Class erledigen. Wie machen wir das? Wir erstellen uns einen Blueprint Class. Wie haben wir das gemacht? Wir gehen hier in diesen Content, drücken hier die rechte Maustaste und hier ganz oben steht Blueprint Class. Klicken hier einmal drauf, einmal auf den Actor, ja, und geben einen Namen. Ja, ist von mir aus. Also BP ist eigentlich das gewöhnliche, ja, was man in Blueprint Class eingibt für in der Unreal Engine, BP Licht, ja, BP Licht, sehr kreativ. Klicken hier einmal doppelt drauf und sind dann im Blueprint Class, ja, das ist ein Container. So, wir brauchen erstmal für den Container die gleichen Sachen, die wir hier haben. Also wir haben hier einmal eine Collision Box, eine Cube, ein normaler Cube Mesh und ein Licht, ja. Das Ganze wollen wir in diesem BP Licht auch bauen. Also wir brauchen erstmal einen Cube, ja. Gehen wir hier rein, ein Cube. Ja, ihr könntet auch ein Static Mesh und jedes Mesh benutzen, was ihr wollt. Also alle Modelle, die ihr, eine FBX-Datei oder je nachdem. Aber ich nehme einfach halt halber einen Cube, ja. Und dann setzen wir hier einen Trigger. Wenn wir hier Trigger eingeben, kommt hier nichts. Weil bei Blueprint Cast heißt es anders. Es heißt nicht Trigger, sondern Collision. Es erfüllt eigentlich die gleiche Funktion, es heißt nur anders. Ja? Hier haben wir Box, Capsule und Sphere.
Box Collision, da ist es schon. Ja. Nehmen Sie hoch, können es auch wieder skalieren, wie Trauten auch, mit R-Taste und dann raus. Hier ein bisschen und dann hier in die Breite. Und was wollen wir noch? Licht, genau, Lichtkomponente. Aber nicht Licht, sondern Light, ja. Englisch. So, das müssen wir jetzt nicht parroten, auch zu, nee. Ja, okay. Also Licht, ja. Wo ist das Licht? Hier unten irgendwo versteckt. So, da haben wir es ja. Und das können wir, ja, nehmen wir das auch grün. Hier können wir auch die Stärke ändern. Intensity, hier 5000. Nehmen wir mal 8000. Ja, damit ist es noch leicht. Oder sogar 10.000. Ja. So. So. Compilen. So. Der Unterschied ist, wir hatten ja hier, nehmen wir eine andere Farbe, damit man das auch erkennen kann, dass was anderes ist. Violett. So. Compilen nicht vergessen. So. Das ist die einzelnen quasi über den Level Blueprint. Ja, die einzelnen Komponenten haben wir in Level reingesetzt und über den Level Blueprint quasi alles einzeln. Jetzt haben wir hier ein Blueprint Class. Und Blueprint Class ist ein Container, den können wir beliebig oft hier reinsetzen. Ja? Und jedes Mal, wenn wir hier irgendwas ändern sollten, also bei Blueprint Class hier ändern sollten, ändert sich das für die gesamte Instanzen quasi. Das können wir mal uns anschauen wieder auch. Also gehen wir hier, wo ist die Triggerbox? Ah, wir haben ja die Funktion nicht dazu. Genau, die Funktion müssen wir ja noch. Genau, wie machen wir das? Wir hier haben eine Collision Box, gehen hier in den Event Graph, ja, und rechte Maustaste, Add Event for Box, Collision, Add on Actor, Begin, Component, Begin Overlap. Das heißt etwas anders wie im Level Blueprint. Und dann setzen wir noch dieses Licht rein, ja. Und schreiben hier wie bei dem anderen auch Visibility. Set Visibility da oben. Ja, Set Visibility. Verbinden das und hier ist es auf False eingestellt. Compile. Und jetzt gehen wir mal hier rein und Start. So. Aus, ja, es geht aus. Es geht aus. Ja, es geht aus. Es geht aus. Ja. So. Der Unterschied ist, wenn wir hier etwas ändern wollten, ja, dann müssten wir die einzelnen quasi Komponenten einzeln kopieren und für jede Referenz hier, also für jeden Cube, müssten wir quasi ein eigener, also für jeden Point Light müssten wir ein, quasi eine eigene Referenz hier reinziehen. Ja? Also dann wäre es nicht Point Light, Point Light, sondern machen wir das mal, gehen hier auf das Licht und duplizieren das mit Steuerung D. Ja, jetzt haben wir Point Light 2. Ja. Duplizieren das auch. Mit Alt gedrückter Taste könnt ihr das auch duplizieren. Wenn wir das, also wir haben hier ein Point Light, normal Point Light und Point Light 2. Jetzt müssten wir, damit wir im Level Blueprint das so abbilden wie bei diesem Blueprint Class, müssen wir in Level Blueprint rein, rechte Maustaste, Create a Reference to Point Light, ja, 2. Und müssten dann quasi noch, ja, müssen dann noch hier rein in den Collision Trigger Box oder Collision Box, je nachdem, müssen hier nochmal, ja, nee, das war nicht das hier, das, ich hätte das hier anklicken müssen, rechte Maustaste, ja, Trigger Box 2 und dann müssten wir Set Visibility Light Component und das hier verbinden, ja. Also die Sache ist die, wenn wir im Level Blueprint arbeiten, müssten wir so arbeiten, wenn wir immer neue Instanzen abbilden, also Kopien quasi. Da müssten wir für jede einzelne neue Triggerbox und Light eine Referenz abbilden im Level Blueprint. Aber wenn wir das über eine Blueprint Class erledigen, ja, dann machen wir das zentral über eine Klasse und die wird dann auf alle Instanzen übernommen. Das ist halt
viel, viel angenehmer für auch verschiedene Objekte im Level, wenn zum Beispiel wiederholende Gegenstände auftauchen oder irgendwas Wiederholendes, Schränke, Itemboxen, je nachdem, was wiederholend kommt, dann bietet sich so eine Blueprint-Class eher an. Aber wenn es etwas Level-spezifisches ist, ja, was es nur in diesem einen Level gibt, ja, und es nicht tausend zu Kopien gibt, dann bietet sich natürlich so ein Level-Blueprint, ja. Alles hat sein Pro und Contra. So. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank auch für euren Support und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.